Also ich habe einen Taschenrechner mit Java als App programmiert. Die derzeitigen Features sind die Grundrechenarten plus mal geteilt, Wurzeln, Potenzen und Prozentrechnung. Und ich habe auch noch eine Formeldatenbank mit verschiedenen Umstellungen und kurzen Beschreibungen geplant. Also hier sieht man jetzt den Taschenrechner, eigentlich ein ganz simpler Taschenrechner. Und hier ist eine Formeldatenbank, die dann auch noch später erweitert werden kann. Technische Umsetzung habe ich mit Java und Android Studio gemacht. Das habe ich an diesem Wochenende alles neu gelernt. Und ich habe auch schon verschiedene Features in Zukunft geplant, zum Beispiel eine iOS-App oder eine Datenbank mit Formeln und ein In-App-Wiki. Ja, die nächste App oder der nächste Taschenrechner ist dann von meinem Kollegen Ole. So. Ja, ich habe einen Taschenrechner mit JavaScript, HTML und ein bisschen CSS programmiert. Halt ein ganz simpler Taschenrechner, wo man eigentlich nur die Grundrechenarten rechnen kann und ja. Ich habe hier ein Beispiel, zum Beispiel. Jetzt bei Plus, halt wie ein Taschenrechner funktioniert. Ja, das war's. Also noch nicht ganz. Also er stellt noch sein. Ich bin noch von meiner Der Seite. nächste ist von mir, Marius. Pass mal auf. Der ist noch ein bisschen einfacher, der ist komplett mit HTML. Das ist was Besonderes, da HTML normalerweise sowas nicht kann, also rechnen. Das war nämlich eine ganz schöne Arbeit, da HTML zum Programmieren von Seiten da ist, musste ich für jeden Klick eine neue Seite schreiben. Das heißt, klick mal die 1 an, Marius. Klick mir die 1 an. So, 1 und dann jetzt Plus zum Beispiel. Eine andere Zahl, jetzt auf das gleich, spuckt der 4 aus. Ist alles, jeder einzelne Schritt, den Sie gesehen haben, ist eine Seite. Das kann man hier auch sehen, ist ziemlich viel. Insgesamt bräuchte ich für das Ganze, ist es noch nicht ganz fertig, 370 Seiten. Ich habe gerade mal 50. Ist noch ein bisschen Arbeit. Und ja, das sind unsere Taschenrechner. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und schönen Tag noch.